Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Sandland. Hier ist immer noch ein ganz komisches Gebiet. Wo ist denn da jetzt ein Stern? Was sollte ich denn hier machen? Rätselhafte Stimme. So, how do demons usually spend their day? Here we go. Brace for true. Das war's scheinbar. Hey, what are you doing so high up there? Demons? Please, don't come any closer. Er scheißt sich ein. Hey, that voice. Wait, the monsters were just you groaning? Somebody help me. Take it easy. You're all right now. Huh? Wait. You're... You know this guy, old man? No. I'm sorry, but I don't recognize you. You wouldn't. We met over 20 years ago. I was scared stiff up on a high place then, too. And you saved me. Wait, you're not that boy Shion, are you? That's right! I was crying so much that I didn't get a chance to thank you. I always regretted that. And hoped I'd get another chance. Das Augenkünstler. I'm glad we got that chance. What have you been up to? How about we get him down from there before you two start catching up, hmm? Ah, yes. Let me lend you a hand. Den brauchen wir auch im Lager. Seems like I got down in one piece. Thank you. So, what are you up to these days? Well, I've become a painter. I'm still just an apprentice, though. An artist, eh? You sure have grown up. No wonder I couldn't peg you as that kid who would start crying at the drop of a hat. I may not be a child anymore, but I'm still just as much of a scaredy cat. What about you, Mr. Rao? From what I can see, you're on the road with some demon friends? You got some beef with demons? No, none. Prince, knock it off. We're currently traveling using Spino as our base of operations. Spino? I've never been. It's a work in progress, but it's a good town. You know, I've been looking for a place to settle down. If it's good enough for you, then I'm sure it is for me. They always have the welcome mat out. Ah, but are there demons living in Spino? Trust me, demons aren't as fearsome as you've heard. Are you sure? Well, they don't look that scary, so... Come on, old man. You're killing my rep here. Sorry. Then my mind's made up. I'm moving to Spino. As soon as I pick up my belongings, I'll head right there. Take care of yourself, all right? Watch out for wild beasts. I will. See you. Jo, wir haben wieder einen bekommen. Erzähl Moss von der rätselhaften Stimme. Stimmt, Moss sollte die Monster hier jagen. Der hat mich hier hingeführt. Und wir haben ja jetzt hier einen Schnellreisepunkt. Also können wir jetzt endlich mal nach Spino gehen. Denn da ist es ganz schön lebhaft geworden, glaube ich. Nice. Die können gar nicht alle angezeigt werden. Have a feeling I won't be bored around here. Er hat sogar eine Lehrmeisterin. Du hast jetzt ein Zimmer. Es befindet sich in der Werkstatt in Spino. Kaufe Möbel in Lutemis Möbelladen und passe dein Zimmer an. Juhu, ich habe ein Zimmer. Wenn ich jetzt draußen reingehe, kommt dann der andere rein.
Weil ich habe ja eben 4 Stück geholt eigentlich. Na, obwohl, vielleicht muss ich auch erst mit Moss reden. Hello. So viel Kopfgeld, die königliche Armee muss verzweifelt sein. Geschieht denen recht. Ach, ich habe doch ein Auto, ich wollte ihn doch mal fahren lassen. Jetzt habe ich hier irgendwo ein Zimmer in der Werkstatt. Hä? Wo ist mein Zimmer? Do you need anything? Nee, ich habe gute Waffen gerade. Ah doch, die gepanzerten Beine könnte ich mal bauen. Das Ding mehr aushält. Ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen langsam ist. Zum schnell vorankommen habe ich ja das andere Ding. Stabilisator. Ich könnte mir halt sogar noch was bauen. See you later. Ach so. Nein, ich hatte gepanzerte Beine oder was? Mist. Ich überlege nur gerade, ob ich die anderen dran lassen soll zum Rumrennen, weil ich sie ja gerade nicht brauche. Und nur wenn es irgendwie gefährlich wird, mir die gepanzerten Beine dran machen. Ach nee, ich lasse immer dran. Und S Craftsman. Nice Interieur. Wir gucken mal bei Nice Interieur nach. Hey, Beelzebub. This is a nice town, full of inspiration. I think I'll make good furniture here. You'll like my work too. Here, try putting this in your space in the garage. Oh, and please spare me some time to draw you. I'm busy right now. Another time. Du hast Möbel von Lutemis erhalten. Über das Tor an der Hinterseite der Werkstatt kannst du deine Unterkunft betreten. Ah. In Lutemis Möbelladen kannst du Möbel für dein Zimmer kaufen oder neue aus deinen eigenen Materialien herstellen. Neue Räume, die im Möbelladen gekauft wurden, können deinen bereits existierenden hinzugefügt werden. Hey, Beelzebub. Cool. Raumzusatz. Boah, das ist teuer. Was ist denn das? Höhere Decken? Nee, ich spare erstmal das Geld. Brauche jetzt eigentlich kein Geld auszugeben für einen anderen Raum, weil mein Raum ist ja schön. Ah, sie haben sich schon ein Plätzchen gesucht. Right about Spino. Mayor Tor gave us a place to stay, work to do, and even food to eat. I guess there really are adults out there we can trust. Thanks. Hey, look! I learned math! 2 × 3 = 5! Naja, fast. Oh, that's weird. I just learned it from Mayor Tor yesterday. Sounds like you're getting on well here. Yeah, thanks to you, sir. Thank you for helping us. Kann ich schon was Neues bauen? Schon mal wieder Pterano, obwohl vielleicht brauche ich nicht so viele Pterano-Gummis.
Ich baue mal 10. Thank you. Es wird der Krokodileleder hingehen. Ach, man kann die Minimap auch zoomen. Cool. Why, hello there. Ist doch gut, dass ein Panzer gestohlen wurde. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Hey, good to see you, yes? How'd the monster thing turn out? Piece of cake. One hand tied behind your back, huh? That's our Beelzebub! Actually, there weren't any monsters at all. Just a human. He was stuck up a cliff making all sorts of weird noises. Can see why they freak people out so much. To my surprise, it was Shion, an old acquaintance of mine. He's moving to Spino. Treat him right, would you? Understood, yes. Thanks again. I should be squared away with that peddler now. Try not to stick your foot in it next time, okay? You know you're just giving me ideas. He's definitely gonna get into trouble again. Raoul was right. Spino really does seem like a lovely place. Ah, die Lackierereien. Spino hat eine neue Lackiererei eröffnet. In Lackierereien kannst du im Austausch gegen Färbemittel das Erscheinungsbild deines Fahrzeugs anpassen, indem du seine Farbe änderst oder Aufkleber anbringst. Gestalte deine Fahrzeuge so, wie sie dir gefallen. Cool, wir können unsere Fahrzeuge jetzt lackieren. Edel. Und wir haben 650 Geld erhalten. Hey, hat einfach seine... Warte mal. Da drüben ist unsere Werkstatt, oder? Nee, das ist... Ach nee, hier daneben. Ja, cool. Wir gehen erstmal kurz in unseren Raum rein. Ah, es gab mir voll geil. Meine eigenen 4 Wände. Unter meinen Raum kannst du deinen Raum mit allen Möbeln, die du besitzt, nach deinen Bedürfnissen anpassen. Du kannst deine Möbel im Raummenü platzieren. Drücke die komische Strichtaste, um das Menü zu öffnen. Drücken wir mal die komische Strichtaste. Wähle Raumgrundriss, um deine Möbel zu bewegen. Wähle auf deiner Inventarliste Möbel zum Platzieren aus und entscheide, wohin du sie stellst. Benutze X, um eine Feinabstimmung der Platzierung der Möbel. Ah, wie groß ist denn mein Raum? Was habe ich denn alles für Schränke? Kann ich den nicht an die Wand machen? Ist das Raster für das gewählte Möbelstück blau? Drücke A, um es zu platzieren. Ein rotes Raster bedeutet, dass du es an dieser Stelle nicht platzieren kannst. Drücke für die Feinabstimmung. Ah, okay. Wenn du die Möbel, die du platziert hast, erneut auswählen möchtest, wähle den anderen Knopf mit den 2 Vierecken, um die Liste der platzierten Möbel anzuzeigen und deine Auswahl erneut zu treffen. Wenn du ein Möbelstück auswählst, kannst du es bewegen. Du kannst ausgewählte Möbel auch mit X entfernen. Rastermodus Anzeige und genaue Anpassung der Position von Möbeln. Drücke mit ausgewählten Möbeln die Strichtaste, um die Rastermodus Anzeige ein- und auszuschalten. Sammle eine Vielzahl von Möbeln und passe dein Zimmer nach Herzenslust an.
Oh, ein Supercomputer brauche ich auf jeden Fall. Der kann aber in die Ecke. Ups, ich habe ihn schon hingestellt. Ups. Im Modus Einrichtung kannst du eine Helligkeitsdeckenhöhen, Deckentapeten, Deckenlampenboden und Türtyp des Raumes anpassen. Boah, man kann so viel machen. Helligkeitseinstellung, Deckenhöhe, Ausstattung und Liste der verfügbaren. Ach du Scheiße, was man da alles machen kann. Ach, 3 ist schon ganz hell. Ich will hohe Decken. Irgendwie sieht die am coolsten aus. Wie kann ich denn die Möbel jetzt wieder wegmachen? Ich kann mir den Panzer reinstellen. Ist ja lustig. Okay, der Raum ist nicht gleich groß, das stört mich schon mal bei sie. Wie kann ich nochmal Möbel wegmachen? Ich kann mir 50 Supercomputer hinmachen. Ich will den einfach nur weg haben wieder. Bett brauche ich auch. Ach, das Bett geht nicht an die Wand. Ich kann ihn den doofen Supercomputer jetzt wieder wegmachen. Ah, Möbel bearbeiten. Supercomputer weg. Ah, gut. Aber ich brauche auf jeden Fall einen Supercomputer. Soll nur da in der Ecke sein. So ein Schrank, ein Bett, ein Teppich. Und noch ein Schrank sollten erstmal reichen.
Obwohl, ich will noch irgendein Fahrzeug hier stehen haben. Den Sprung, Max. Der sieht doch gut aus. Kann ich den nicht drehen? LT und RT. So. Jetzt habe ich einen coolen Raum. Jetzt bin ich gespannt, kann ich die Fahrzeuge habe ich aber so noch dabei, oder? Ja. Sehr gut. Wir haben den Raum ein bisschen aufgestellt. Wir können jetzt nach Farbe gucken noch. My paint shop has been running. 50 Sachen von allem, was wir. Das passt doch da gar nicht rein. Na gut, ich kann mehrere Räume machen. Du kannst das Aussehen deines Fahrzeugs in der Lackiererei anpassen, indem du seine Farbe änderst oder Aufkleber anbringst. Pro Modifizierung eines Teils benötigst du eine Farbe, die du in Werkstätten erhalten kannst. Der Panzer sieht ein bisschen eintönig aus. Der Sprungmax ist eigentlich ganz okay. Ich habe voll viele Farben. Dann golden. Doch, der glänzt schön. Goldene Panzer. Die 104 endlich runter machen. Ach, das ist der Winkel. Nee, ich will den Skorpion drauf haben. In ganz groß. Gesamtfarbe 9. Designs. Ach, das gibt's auch noch.
dir sieht mir gut. Aber es gibt noch Zahlen sogar. Die 7 drauf und hier die 20. Für was ist es? Man weiß nicht, wofür es steht. Es muss drauf. So. Jetzt ist cool. Wo ist denn der? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, oben am Kanonenrohr. Obwohl, da muss eigentlich die 7 und die Dings drauf. Der andere auf der anderen Seite. Ich muss hier eigentlich die 7 hin. Da sieht man sie nicht gut. Da sieht man sie ja nicht. Da kann was anderes hin. Danger. Cool. Da kommt cool hin. Das sieht man halt da gar nicht bei der Kanone. Ja, vielleicht sieht man es, wenn ich die Kanone wechsle. So ist doch gut. Wunderschön. Vorne geht auch noch einer drauf. Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Ach, da. Kauschen. Da kommt Sandland drauf, in groß. Ach, da oben, ich habe 52 Farben. Thank you so much. See you. So, das reicht erstmal. Das war genug. Sonst bin ich hier noch 3 Stunden beschäftigt, wenn wir alle anmalen. Die anderen Fahrzeuge male ich mal anders an. Der Panzer reicht mir erstmal. Obwohl, ich will nochmal nach dem Sprungboot gucken. Das Auto könnte auch. Das Auto mache ich aber einfach eine Farbe drauf. Nee, ich könnte ja eigentlich alle so machen, wie ich es gemacht habe. Dann sind es meine Fahrzeuge. Das sind ja eh meine. Ein paar Akzente setzen. Das Ding machen wir rot. Obwohl, wir müssen eigentlich auch dieses Blau nehmen. Das zusammenpasst. Nee. Gefällt mir irgendwie nicht. Ja, so ist cool. Das ist eine Primärfarbe 3. Das ist einfach an den Reifen unten. Dann machen wir den Sprungus Maximus auch noch. Ach, das
sind direkt 6 Farben, die man dann verbraucht. Nee, das will ich nicht. So ist cool. So, lassen wir es. Aufkleber machen wir jetzt. Ja, komm, 720. Kriegt man die Aufkleber drauf? Jawohl. Kann ich auch keinen Aufkleber machen? Oh, es gibt alle. Dann ist es die 72. So. Jetzt haben wir die Fahrzeuge wunderschön angemalt. Thank you so in coolem much. Style. See you. Korrekt. Jetzt habe ich schöne personalisierte Fahrzeuge, mit denen wir uns in der nächsten Folge auf die Jagd machen können und alles platt machen. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.